Markus ist also als fünftes Kind unserer Familie geboren und hat von Geburt an durch einen Gendefekt eine ganze Reihe von Einschränkungen. Ein direktes Krankheitsbild gibt es dafür nicht. Es sind viele Symptome, aber es ist alles offen. Keiner weiß richtig, wie weit die Entwicklung noch geht, ob es irgendwann mal stagniert. Aber zurzeit sind wir froh, dass es sehr vorwärts geht. Und wir sind seit vielen Jahren am Arbeiten, um die Sachen irgendwie, soweit es geht, zu beheben mit Therapien. Und diese finden wöchentlich in der Diakonie im Mittweider Bürgerkarree statt. Der 10-jährige Markus freut sich dabei immer sehr, seine Therapeutin Ulrike Hesse zu treffen. Der Markus ist am 3.3.03 geboren und kennengelernt habe ich ihn dann schon 2003, als Säugling noch, unter einem Jahr. Er hat gelernt das koordinierte Krabbeln und hat den meisten Fortschritt aber in den letzten 2 Jahren erreicht, dass er qualitativ nicht so gut, aber sich selbst fortbewegen kann. Markus ist aufgrund seiner Behinderung ein sehr pflegebedürftiges Kind. Er erhält Pflegestufe 3 und daher wird dementsprechend Zeit benötigt. Zeit, die Markus' Vater neben seiner Arbeit allein für den Jungen und seine 3 noch im Haushalt lebenden Geschwister aufbringen muss. Also über den Tag sind wir auf jeden Fall auch auf ein Fahrzeug angewiesen, dass wir die unterschiedlichen Termine wahrnehmen können, dass wir zur Kinderärztin fahren können oder zu unserem Professor nach Leipzig an die Uniklinik oder die wöchentliche Therapie hier. Und früher waren wir auch noch zum Schwimmen, was Markus auch sehr gut getan hat. Ist leider momentan nicht möglich, aber das ist wieder in Planung. Und ja, ist halt alles mit Kosten verbunden. Ende September 2013 wurde der Familie das behindertengerechte Auto vor der Haustür gestohlen. Ein herber Rückschlag, denn das Fahrzeug war von der Größe her so konzipiert, dass ein Rollstuhl transportiert werden konnte. Zwar hat Familie Weinhold ein neues Auto, doch auf Hilfe wird Markus sein Leben lang angewiesen sein. So wie er jetzt läuft, hat er doch eine gewisse Fehlbelastung in verschiedenen Gelenken und das wird dann auch wieder nachfolgende Erkrankungen vielleicht sogar oder durch die Fehlbelastung in den Gelenken dann wieder zur Beeinträchtigung auch in der Beweglichkeit kommen können. Markus wird dazu viel Hilfe benötigen. Um ihm auch weiterhin eine bessere Zukunft zu ermöglichen, hat sein Vater nun ein Spendenkonto eingerichtet. Da Markus mit seiner Mehrfachbehinderung logischerweise viel mehr Zuwendung braucht als ein gesundes Kind und auch durch die Therapien und durch die Einsätze auch Fortkosten und andere Kosten entstehen, ist einfach manchmal eine Grenze erreicht, wo ich meinem Kind etwas mehr gönnen würde an Zuwendung, wenn es einfach nicht möglich ist. Und da er eben noch 3 ältere Geschwister hat, die auch noch mitversorgt werden müssen, ist irgendwann das Budget erschöpft. Und von daher würde ich mich sehr freuen, wenn es möglich wäre, dass sich Leute mit beteiligen und uns unterstützen. Spenden kann jeder. Helfen Sie Markus und seiner Familie.